Okay. Hier sonst kein Waffen? Noch. Nee, das ist kein Waffenbündel. Könnten die auch außen liegen? Nee. Ich habe da zwei Waffenbündel gesehen bisher. Könnten die hier hinten dran sein? Nee. Oh, eine Waldbeere. Also, so ein ganzes Haus voller Waffenbündel war das jetzt nicht. Aber das, ja. Ich hoffe, die korrigieren das. Okay, da unten sind Sachen. Ich habe gedacht, das wäre auch ein Waffenbündel da oben. Naja, nee. Hier ist Stan. Schnackeln wir mal mit Stan. Ah, hier sind diese Fischfässer. Wie geht's? Miserabel. Was stimmt nicht? Was stimmt mit dir nicht? Fisch, Fisch, immer nur Fisch. Ich kann diese stinkenden Dinger nicht mehr sehen. Was sagst du was, Kollege? Wie läuft das Fischgeschäft? Anstrengend. Wir fischen hier wie die Bekloppten. Ständig kommen Karawanen und holen die Biester ab. Wir kommen kaum hinterher. Okay, dürfen wir diese Fässer mitnehmen? Ich speichere mal. Aber eigentlich ja. Ja. Gut, dann müssen wir nach den Fisch, 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 immer nur Fisch suchen. Hier ist nichts. Frilock. Keine Zeit. Ich muss Wache stehen. Das merke ich. Was ist los? Alles klar? Stehe hier schon seit Tagen. Hab Hunger. Ich will gebratenes Fleisch. 5 Keulen. Gott. Was haben die denn? Ja, genügend Fisch, habe ich gehört. Ach, Leute. Das sind Fischer nur. Jo, Hammer. Hier ist eine Truhe. Toll, danke. Eine Truhe brauche ich nicht. Hartlord. Hey, wer bist du denn? Ich bin Hartlord. Ich bin oder besser war der hiesige Schiffsbauer. War? Ist was nicht okay? Schau dich doch mal um. Diese Drecksorks haben mein ganzes Geschäft kaputt gemacht. Zu allem Überfluss habe ich auch noch meine Werkzeuge verloren. Du hast doch hier noch genug Werkzeuge rumliegen. Aber das ist nicht dasselbe. Schon mein Urgroßvater hat mit diesem Werkzeug gearbeitet. Verdammte Ruinen! Gott, oh Gott. Was genau ist mit deinen Werkzeugen passiert? Also das war so. Ich bin raus, mein neues Boot testen. Auf einmal macht's Rums und das Boot war futsch. Konnte mich gerade noch so an Land retten. Und was hat das mit deinen Werkzeugen zu tun? Ich hatte sie bei mir. Wie gesagt, ich habe mein Boot getestet. Da waren zwei Viecher, die mich beinahe zerfleischt hätten. Hab sie mit den Werkzeugen beworfen. Hatte gerade noch so Glück. Erzähl mir von diesen Kreaturen. Der eine war ein Lurker. Widerliche Biester. Nimm dich vor ihren Klauen in Acht. Und das andere Vieh? Das war ein Varan. Mann, hatte ich Glück, dass ich meine Werkzeuge dabei hatte. Hab sie ihm direkt ins Maul geworfen. Und nun stehe ich da, so nicht ohne so nix. Hab leider genug zu tun mit meinem neuen Boot, sonst würde ich den mal ordentlich... Was? Schon klar. Ein wenig feige, was? Ich bin halt ein Bootsbauer und kein Schwertschwinger. Wäre ich Krieger, würde ich in der Arena kämpfen. Wie stehst du zu den Orks? Scheiß Bande. Aber denen zeigt's mal jemand. Aber ich sollte nicht zu laut reden. Ich lasse sie in Ruhe und sie mich. Nur die Nachfrage nach Booten ist nicht mehr da. Verstehe. Die Orks lassen keinen Schiffsbau für große Sachen mehr zu. Warum? Woher soll ich das wissen? Dein Großvater. Ja, das war noch ein Haudegen. Kam von den südlichen Inseln. Hat sich hier niedergelassen und die Kunst des Schiffsbaus hierher gebracht. Er hatte das Werkzeug von den südlichen Inseln. Damit geht alles richtig gut von der Hand. Mhm. Welche Ruinen? Sag mal, bist du blind? Guck mal da zum See. Diese riesigen Mauerreste. Aber noch nicht war mal eine alte Burg der Paladine. Dann hat irgendwer in Trelis den Fluss zum Meer gestaut. Bestimmt so ein paar verrückte Magier. Und schwupp, weg war die Burg. Mann, haben wir gelacht, als auf einmal die Blecheimer aus dem neuen See krochen.
Und nun sind die Überreste der Burg gefährliche Bootsschlitzer. Die Ruinen haben schon so manche Boote zum Versinken gebracht. Alles klar. Was wurde aus den Paladinen? Die waren mächtig sauer. Der König hat ihnen dann die Burg bei Gotha gestellt. Keine Ahnung, was aus ihnen wurde. Wo finde ich Gotha? Okay, das wird ein wenig komplizierter. Geh nach Süden, wie als wenn du nach Trelis willst. Kurz vor Trelis ist eine Abzweigung nach Montera. An Montera vorbei Richtung Norden. Auf dem Weg. Solltest du nicht verfehlen. Okay. Okay, ich bring dir die Werkzeuge. Super. Gib Bescheid, wenn du sie hast. Was krieg ich dafür? Ich denke, ich habe noch wohl ein paar Goldstücke. Wo finde ich das Zeug? Gute Frage. Ich würde um den See herumsuchen. Die zwei Biester, die mich angegriffen haben, sollten dort noch herumlungern. Ich hoffe, sie verrecken an meinen Werkzeugen. Okay. Dann haben wir eine längere Suchquest noch. Ah, hier ist ein Messer. Toll. Ja, toll. Super. Fischfässer. Jawollo. Also, hier ist auch der Rest der Fischfässer, wie ich sehe. Trotzdem würde ich noch... Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Ich würde gerne noch mit dem ein oder anderen schnägeln. Ja, noch mehr Fischfässer. Habt ihr hier irgendwas Interessantes? Und hier ist noch Fischer. A Fisherman's Friend, hör mal. Was ist das? Das Schneidebrett. Das sieht aus wie eine alte Steintafel, hör mal. Du arbeitest hier als Fischer? Den ganzen Tag lang und Abend auch noch. Nachts bekomme ich dann vielleicht mal ein wenig Schlaf. Und sonst? Ich komme zu überhaupt nichts mehr. Verrenke mir die Knochen und weiß vor lauter Arbeit gar nicht wohin. Braucht ihr Hilfe? Die ganzen Fischfässer hier müssen zur Mühle gebracht werden. Na gut, das ist ja easy, das machen wir ja eh. Nur sogar ein bisschen mehr. Ich schnack mal mit den Leuten so ein bisschen. Oh. Das ist ein normaler Ork-Söldner. Das kann doch nicht wahr sein. Schon wieder ein Fischer weniger. Ob das etwas mit den seltsamen Lurkern drüben zu tun hat? Bestimmt. Hast du Lurker gesagt? Auf der anderen Seite des Flusses im Süden hat sich eine Herde Lurker niedergelassen. Seit sie hier aufgetaucht sind, geschehen hier seltsame Dinge. Die Fischschwärme spielen verrückt. Fischer verschwinden. Wenn ich nicht Wache schieben müsste, würde ich mir die Brut mal vornehmen. Verstehe. Ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht keine Fischer sind. Keine Lurker sind, die dafür so... Moment. Ich habe hier ein Waffenbündel gefunden. Das nehmen wir mal mit. Ich probier's. Schön. Brot und Wasser. More Meister. Ork-Söldner. Hier ist eine Truhe. Was ist los? Ich guck mich nur um. Da hab ich doch wo, hör mal. Ja, noch Fischfässer, hör mal. Okay. Ist der Teleporter vielleicht ganz oben? Bevor ich auf die Nase bekomme. Wo? Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Ich bin neu hier. Das sehe ich. Und weiter. Man muss eben aufpassen. Ich will zu eurem Anführer. Der Zugang wird nur demjenigen gewährt, der genug Ansehen in der Stadt genießt. Okay, gut, danke. Ich weiß, Mann, noch ein. Weiß. Ich gehe mal in die Richtung, sonst tickt er noch aus. Gambal. Noch so ein Nichtsnutz in meiner Küche. Du bist hier der Koch? Ach, hör auf, mich zu verarschen und verschwinde. Ich hab zu tun. Jerek schickt mich. Die Sträflinge draußen verhungern. Verdammt nochmal. Soll ich mir das Fleisch etwa aus den Rippen schneiden? Hier hast du 10 gebratene Keulen. Und jetzt hau ab, bevor die Halbaffen das sehen. Nett. Guter Mann. Ein sehr netter Mann. Hab mich gerade in den verliebt. Guck mal, das ist unser... Ich kenne dich.
Ich bin dir bereits begegnet. Hm, nicht, dass ich wüsste. In meinen Träumen. Du warst allein und hast gekämpft. Du hast gut gekämpft. Viele Feinde hast du getötet. Mhm. Was weißt du noch über mich? Deine Zukunft ist unklar. Viele Entscheidungen liegen vor dir. Du bist anders als die anderen Morgens. Du bist wichtig. Ah ja. Geht's noch genauer? Ruhe. Deine Geschichte ist noch nicht geschrieben. Deshalb kann ich sie auch nicht sehen. Verstehe. Wer ist hier der Boss? Der große Kriegsherr Umbrak. Weit reichen die Geschichten über seine Heldentaten. Wo finde ich diesen großen Kriegsherrn? Sein Thron steht im höchsten Gebäude dieser Stadt, Fremde. Was ist deine Aufgabe hier? Ich diene unserem Anführer mit meiner Weisheit und Weitsicht. Verstehe. Du bist sein Berater. Ich suche Xardas. Dann hast du eine weite Reise vor dir. Sein Turm steht in Nordmar. Ah ja, super. Osten. Weit im Osten. Gut. Lehre mich dein Wissen. Ein Morar, der sich für das Wissen der Schamanen interessiert. Ich gebe zu, das hat einen gewissen Reiz. Siehst du? Gut. Dann mach mal. Ich werde dich unterrichten, wenn Umbrak, unser großer Feldherr, dich empfängt. Wenn Umbrak dich respektiert, werde ich es auch tun. Schade. Verstehe. Zeig mir deine Ware. Was hat er denn so? Fläschchen. Haltrinke. Okay. Er hat hier sonst nichts gehabt. Ich schnack natürlich jetzt auch mit den Leuten, aber ich will mich erstmal so ein bisschen hier auskennen. Mit ihm haben wir ja schon gequatscht. Pavel haben wir noch nicht. Nichts zu tun? Normalerweise jage ich oben in den Bergen und hänge nicht so unnütz herum. Warum bist du hier in der Stadt? Ich habe gerade einige unserer Felle beim Lagerwart abgegeben. Achso. Eigentlich wollte ich gerade nach Hause, aber irgendwie kann ich mich nicht aufraffen. Und was jagst du? Eigentlich alles, was auf unseren Ebenen hier lebt. Dazu muss man zuweilen ganz schön schnell und gelenkig sein. Wenn du willst, kann ich es dir beibringen. Dazu müsstest du allerdings mit mir hoch zur Jägerhütte kommen. Okay, das ist noch nicht das, wohin ich möchte gerade, denn... wir suchen neben... Also wir suchen hier noch einiges. Okay. Also hier kann man nochmal richtig schön kämpfen. Ich gehe aber mal runter. Ich will nur nicht, dass sie denken, ich klaue. Wollen wir mal kurz umgucken. Ach ja. Hier waren wir noch gar nicht drin. Das ist ein Waffenbündel bei Yarok. Okay. Der wird auch irgendwann pennen gehen. Hoffen wir mal. Aber ich suche seinen Schmiedehammer. Aber sonst hat er nichts. Was ist los, Morra? Nix. Alles gut, Hammer. Ich will nur einen Schmiedehammer zu jemandem bringen. Moment. Schmiedehammer. Und die Kisten. Da. Ich habe deinen Hammer in der Arena gefunden. Das ist gut, Kleiner. Super. Jetzt kann ich endlich wieder als Schmied arbeiten. Das freut mein Herz. Und jetzt hierhin und ihm schon mal das Fisch geben? Es gibt Fisch. Ah, die Fischfässer. Sehr gut. Hier dein Lohn, Fremder. Danke. 700 Gold. Schon mal ein Zaster, ne? Wir haben ja noch ein paar Lager zu besichtigen.
Ich hab den ja die Keulen gerade gebracht. Was ist denn hier drin, ne? Oh, hier ist nicht viel. Schade. Ruinen könnten auch manchmal ganz sinnvoll wahrscheinlich sein, ne? Das ist eine Heilwurzel. An sich sehr idyllisch, ne? Das muss man lassen. Das muss man den lassen. Was bist du denn für? Wie läuft's? Das Bewachen der Gefangenen ist entwürdigend. Ich würde lieber wieder in den Krieg ziehen und euch Maras bekämpfen, statt euch zu bewachen. Ach ja. Was machen die Menschen im Gefangenenlager? Die Maras machen Brennholz, das von hier aus in alle angrenzenden Städte des Mittelreichs transportiert wird. Ach so? Würdest du lieber woanders Wache schieben? Selbstverständlich. Am liebsten in der Stadt. Die Stadtmauern zu bewachen ist ehrenvoller als diese Arbeit hier. Kann ich helfen? Verstehe. Das ganze Brennholz vom Gefangenenlager muss in die Mühle zu Gewäß gebracht werden. Okay, dann Brennholz. Brennholz, Brennholz. Richtig, aber trotzdem geht das so nicht weiter. Das hatten wir. Hier ist nix. Ich suche noch unseren Kollegen, mit dem wir schnägeln sollten. Ah, guck mal, hier ist nochmal Brennholz. Hier ist nochmal Brennholz. Ist hier noch was? Nö. Aber hier, Jarek. Dieser ewig mies gelaunte Drecksack Gambal ist dein Freund? Ja, das ist er. Fremden gegenüber ist er immer etwas komisch, aber er ist ein herzensguter Mensch. Schon klar. Ich habe gebratenes Fleisch für euch. Sehr gut. Aber damit kriege ich nicht alle satt. Ich brauche mehr. Boah, Alter. Ich dreh durch. Was? Ja, wobei man muss auch sagen, wenn die hier ausgehungert werden. Boah. Hier ist eine Axt. Aber die, mit der Axt kann ich jetzt nicht viel anfangen. Ist hier irgendwas? Ich meine... Ah, wir haben den Teleporterstein. Endlich. Okay. Dann machen wir jetzt noch auf jeden Fall die Sache mit dem Holz. Nee, hier ist die Arena. Da ist noch einmal Holz. Ich brauche noch einen Holzpylon quasi. Hier ist nix. Sag mal. Sambal. Oder wie heißt der Typ? Nee, hier ist nix. Alter. Ein bisschen Holz. Die Dinge werden sich niemals ändern. Nur ein bisschen. Das ist gut reden. Ist hier irgendwas? Nee. Das sind nur Schweine. Also, ne, und ein paar Tiere. Wir hatten jetzt auch Holz ein bisschen außerhalb gefunden. Wenn wir es hier nicht finden, dann gucke ich nochmal hier rechts oben. Na, hier haben wir ja auch Holz, glaube ich, gefunden. Dann haben wir ja Glück und finden hier nochmal. Das sieht jetzt anfangen. Nicht so aus. Vielleicht hier? Ja? Ah, hier ist Holz. Kann ich nie mitnehmen. Natürlich nicht. Weil es nicht das Holz ist. Am Ende werden sie dich dazu zwingen. Also hier ist kein Holz. Der wollte Holz und der wollte noch eine Sache haben von uns. Die ist mir aber wieder entfallen. Sag mal. Hier oben ist definitiv nichts. Könnte hier auch noch Holz sein? Also ein bisschen ab vom Schuss. Was ist los, Mora?
Das performante Spiel hier wieder, ey.